Herzlich willkommen zum sechsten und letzten Teil dieser kleinen Videoreihe. Hier haben wir gerade gesehen, wie die Lok Baureihe 80 von der Bekohlungsanlage zum Wasserkran vorfährt, hier Wasser tankt und von da aus dann zum Lokschuppen Gleis 2 fahren wird. Und das wollen wir heute noch fertigstellen. Sehen wir uns dazu nochmal unsere Übersicht an. Wir haben ja in der letzten Folge bereits die Aktion Lokwechsel aus sowie die Aktion Wasser angelegt. Heute wollen wir also diese beiden Aktionen aufrufen, und zwar die Aktionssteuerung Wasser aus dem Block PW01 und die Aktionssteuerung Lokwechsel aus dem Block LOE3. Und als letztes werden wir dann noch das Skript Wasser.xml erstellen. Um die beiden Aktionssteuerungen anzulegen, gehen wir jetzt wieder in unseren Gleisplan und gehen mit Rechtsklick auf unserem Block PW01 und wählen Eigenschaften. Über den Reiter Allgemein können wir jetzt die Aktionssteuerung eingeben. Drücken wir also hier auf Aktionen und suchen unsere Aktion. Das ist die Aktion Wasser. Der Status soll sein Occupied. Also, wenn die Lok eingefahren ist in den Block, dann soll die Aktion Wasser gestartet werden. Und das nach etwa 25.000 Millisekunden, also 25 Sekunden, soll also diese Aktion gestartet werden. Das ist einfach dazu gedacht. Wir fahren ja zu der Bekohlungsanlage und dort soll die Lok etwa 25 Sekunden stehen. Ja, in der Zeit soll sie also mit Kohle beladen werden und dann erst soll diese Aktion Wasser aufgerufen werden, die dann letztendlich den Skript Wasser.xml startet. So, geben wir also hier auf Hinzufügen und geben als Bedingung noch ein, so wie wir das ja fast immer gemacht haben, dass unser Ausgang Lokwechsel den Status on haben muss und hinzufügen. So, damit haben wir also die Aktionssteuerung für den Block PW01 erstellt und können jetzt hiermit übernehmen und OK diesen Eingabebereich verlassen. Und wir wollen jetzt unseren Skript Wasser.xml anlegen. Die Aktionssteuerung bzw. die Aktion Wasser haben wir ja schon im Teil 5 angelegt. Und diese schauen wir uns jetzt nochmal an. Wir gehen also wieder in unseren Gleisplan, gehen unter Tabellen auf Aktionen und schauen uns mal die Aktion Wasser an. Wir wissen ja, dass wenn wir hier im Befehl einen Namen mit der Endung XML eingegeben haben, dass wir dann einen externen Skript aufrufen. Wenn wir hier auf Edit gehen, so wird dieser Skript angelegt, wenn er noch nicht existiert. Ich drücke jetzt mal auf Edit und wir sehen jetzt, dass unser Skript angelegt ist und zwar wie immer nur mit dem Grundgerüst. Wir werden also jetzt diesen Skript vervollständigen mit dem kompletten Inhalt und gehen dazu wie immer in den Editor. Ich breche das jetzt hier mal ab, mache die Aktion zu und rufe mal den Editor auf. Und wir sehen also hier unser Grundgerüst und ich werde jetzt aus der Zwischenablage den kompletten Inhalt dort einfügen. Wir sehen also jetzt hier unseren Skript mit dem kompletten Inhalt, den wir jetzt mal Anweisung für Anweisung, Befehl für Befehl durchgehen werden. Wir speichern also jetzt unseren kompletten Skript ab und können dann den Editor verlassen. So, schauen wir uns jetzt nochmal hier in unserem Gleisplan
unter Tabellen Aktionen die Aktion Wasser an. Und wenn wir jetzt hier auf Edit drücken, dann können wir also hier unseren kompletten Skript erkennen. So, gehen wir jetzt mal das Schritt für Schritt durch. Ich habe dafür ein paar Folien mal erstellt, um das Ganze etwas, ja, vielleicht besser und übersichtlicher darzustellen. Wir haben also hier unseren Skript Wasser und wir fangen wieder damit an, dass wir zuerst einen Status prüfen, und zwar ob unsere Logbaureihe 80 in dem Block PW01 ist. Wir wissen ja, wir bekommen über diese Variable WKID den Namen der Log mitgeteilt, von wo aus der Skript aufgerufen wird. Wir haben also hier oben auch in der Kommentarzeile stehen, dass der Skript also aus dem Block PW01 aufgerufen wird. Folglich steht also hier auch der Name PW01 drin. Und wenn sich unsere Baureihe 80 dort befindet, was ja jetzt auch der Fall ist, dann geht es also wie immer hier mit dem 10 weiter. Wir haben also hier unsere if und dann das then. Und hier geben wir jetzt als erstes den im Trace, also einen Text aus, dass wir wissen, dass der Skript also gestartet ist. Und hier steht dann nichts anderes drin, als Log-ID. Hier steht ja die Baureihe 80 drin, BK-ID, hier steht dann PW01 drin und Wasser auffüllen. So, gehen wir mal weiter. Als nächstes rufen wir hier wieder von der Log Baureihe 80 drei Funktionen auf. Ich habe mal hier die Funktionen aus der Log-Tabelle von dieser Baureihe 80 eingeblendet. Und hier können wir also sehr schön sehen. Wir schalten also die Funktion F12 ein mit dem Befehl True. Und F12 ist also der Rangiergang. Das heißt, wir wollen also die Log sehr langsam jetzt nach vorne bewegen, zum Wasserkran hin. Die nächste Funktion, die wir aufrufen, ist die Funktion F5. Das ist also das Bremsen, dieses Bremsenquietschen, was die Lok von sich gibt. Das schalten wir dann aus, dass also nichts mehr quietscht, ist ja auch kein Waggon mehr dran. Und und dann machen wir noch die Funktion F7. Das heißt, hier wird ein kurzer Rangierpfiff gegeben. Und das hatte ich auch in den vorigen Folgen schon mal erklärt. Hier dieser Zeitgeber von 10 bedeutet also, dass dieser Rangierpfiff eine Sekunde eingeschaltet ist und sich dann automatisch wieder ausschaltet. Wir brauchen also hier kein Funktion Aufruf mehr mit Forts eingeben, weil sich also dieser Rangierpfiff von alleine wieder ausschaltet. Ja, dann gehen wir mal weiter. Der nächste Befehl hier ist also, dass wir also mit der mittleren Geschwindigkeit jetzt die Lok in Bewegung setzen und und sie jetzt langsam vorzieht zum Wasserkran. Wie geht es jetzt weiter? Schauen wir uns dazu die nächste Folie an. Wir können also hier sehen, dass die Lok jetzt zu dem Rückmelder 59 fährt und genau das ist unser nächster Befehl. Wir haben hier wieder eine While-Schleife. Und die wird so lange durchlaufen, bis dieser Rückmelder 59 den Wert false hat. Das heißt also, in dem Moment, wo die Lok diesen Rückmeldeabschnitt hier erreicht, dann wird dieser Rückmelder eingeschaltet und der Wert ändert sich auf true. Und dann geht es hier mit dem nächsten Befehl weiter. Hier unten kann man nochmal sehen, wir haben also diesen Rückmeldebereich, der hier beginnt, ziemlich exakt hier am Wasserkran auch liegen, sodass die Lok, wenn sie also hier einfährt und diesen Rückmelder dann auch einschaltet, eigentlich nur noch ein ganz kurzes paar Zentimeter noch zu fahren hat, um an der richtigen Stelle zu stehen. Und genau das machen wir jetzt mit dem nächsten Befehl Sleep mit einer Zeit von 1000 Millisekunden, also eine Sekunde. Das heißt, wir lassen sie noch eine Sekunde fahren und dann steht sie in der richtigen Position. Im nächsten Befehl geben wir dann nochmal einen Trace aus, dass wir also hier erkennen können, dass wir jetzt die Geschwindigkeit auf 0 setzen. Und das genau machen wir jetzt hier, indem wir also der Lok Baureihe 80 die Geschwindigkeit 0 geben. Danach warten wir also nochmal 4 Sekunden.
Die Lok steht also jetzt, wir warten nochmal 4 Sekunden, um dann unseren Wasserkran in Bewegung zu setzen. Das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie. Wir schalten also den Wasserkran, der bei uns die Kennung Z07 hat, mit dem Kommando Stride ein und er wechselt jetzt hier in die Stellung, in diese schräge Stellung. Das heißt, dieser Servo lässt den Wasserkran jetzt in die richtige Stellung laufen. So, danach warten wir dann nochmal eine Zeit von 20 Sekunden. Das soll einfach jetzt die Zeit sein, wo die Lok Wasser tankt. Und wenn diese Zeit dann abgelaufen ist, dann kommt auch schon der nächste Befehl, der wieder unseren Wasserkran zurücksetzt. Wir machen das hier mit dem Befehl Turn Out. Und wir sehen also hier, dass der Wasserkran wieder in gerader Stellung steht. So, wir warten dann nochmal 6 Sekunden. Und dann setzen wir bei unserer Baureihe 80, das sehen wir in der nächsten Folie, mit dem Befehl Function Change, und zwar die Funktion 12, das war ja unser Rangiergang, den setzen wir wieder auf False und damit schalten wir den Rangiergang wieder aus. Ja, und dann geht es relativ schnell weiter. Der nächste Befehl ist dann schon, ja, dass wir unseren Fahrplan starten mit dem Befehl, also mit dem Kommando Use Schedule, und zwar den Fahrplan FP-03-1. Das ist dieser Fahrplan hier, der jetzt unsere Lok zum Block PW1 fahren lässt, also von PW01 nach PW1 und von da aus dann nach einem Platzierungswechsel letztendlich in den Lokschuppen 2 einfahren lässt. Und ja, das Einzige, was wir, nachdem wir also diesen Fahrplan hier der Lok zugeteilt haben, eigentlich nur noch die Lok starten müssen mit dem Command Go und damit ist dann unser Skript beendet und die Lok fährt dann halt hier über diese Fahrstraße dann in den Lokschuppen 2 und damit ist also auch der Ablauf für die Baureihe 80 erledigt und ja, auch somit unser gesamter Ablauf. So, das Letzte, was wir jetzt noch machen, gehen wir dazu nochmal in unseren Gleisplan. Und die Lok V60, das war die letzte Fahrt, ja, die sie also hier in dem Block LOE3 gemacht hat. Und wir wollen also hier, wenn die Lok das erreicht hat, diesen Ausgang-Lokwechsel wieder ausschalten, sodass wir ihn zu einer beliebigen Zeit manuell wieder einschalten können. Das muss nicht unbedingt sein, man kann ihn auch von Hand ausschalten. Aber ich mache das jetzt nochmal, dass es also automatisch geht. So, dazu gehen wir dann nochmal in die Tabellen und Aktionen. Und wir sehen ja, dass wir hier unsere Aktion Lokwechsel aus schon angelegt haben. Verwendung kann man noch keine, weil es also noch nirgendwo eingegeben ist. Also eine Aktionssteuerung, die diese Aktion ausgelöst angelegt wurde. Und das machen wir jetzt und zwar in dem Block LOE3. Da gehen wir dann auf Eigenschaften, dann auf Aktionen und wir suchen unsere Aktion mit der Kennung Lokwechsel aus und ausgeschaltet werden soll bei dem Status Enter. So, dann machen wir das noch hinzufügen. Als Bedingung geben wir dann noch ein und zwar Typ Lok, unsere V60. Weil nur wenn die in den Block LOE3 einfährt, nur die soll dann auch wirklich diesen Ausgang-Lokwechsel ausschalten. Machen wir also noch hinzufügen und können dann auf Übernehmen und OK drücken. So, und das war jetzt auch alles, was wir hier noch für diesen Ablauf benötigen. Machen wir Übernehmen und OK. Ja, und damit sind wir am Ende dieses gesamten Ablaufes angekommen. Wir können jetzt noch mal ganz kurz diesen letzten Ablauf, wo die Lok Wasser nimmt und so weiter, uns noch mal ansehen. Ich habe also die Lok in dem Lokschuppen 1 stehen, Gleis LKS 1, wo sie ja mit dem Fahrplan FP03 letztendlich steht. Und wir starten sie jetzt mal mit diesem Fahrplan. Halt, muss ich hier oben noch auf Automatikmodus einschalten.
Wir starten jetzt mal diese Lok mit diesem Fahrplan FP03. So, Rockrell erkennt hier kann man das sehen, dass die Lok schon in der Position 11 steht von diesem Fahrplan, also in dem Block LKS1. Und sie fährt jetzt also hier Richtung PW1. So, machen wir mal den Enter-Melder und dann den In-Melder. So, jetzt ist sie hier drin. Es wird jetzt der Skript gestartet, LKS2 or PW01, wo der Status dieses Wasserkrans geprüft wird. Ob die Lok zum Lokschuppen 2 direkt fährt oder erst zu der Bekohlungsanlage. So, da der eingeschaltet ist, fährt sie jetzt hier erstmal hin. Dann betätigen wir hier mal den Melder. Und sie steht jetzt hier drin. Ich mache mal jetzt ganz schnell noch den Trace an, damit wir unsere Ausgaben sehen. Und ich das mal ganz schnell hier runterziehen. Jetzt läuft also hier die Zeit ab und sie wird also gleich mit der Aktion beginnen. Da ist es gerade gekommen, also der erste Trace-Befehl, den wir in unserem Skript haben. 80 PW01 Wasser auffüllen. Und wir sehen auch hier, dass sie die Geschwindigkeit 35 bekommen hat. Das heißt, sie fährt jetzt Richtung Wasserkran und wartet jetzt darauf, dass dieser Rückmelder R59 eingeschaltet wird. Das mache ich jetzt mal von Hand. Das heißt, die Lok ist jetzt an dieser Position angelangt. Wir sehen also hier, dass die Geschwindigkeit nach einer Sekunde jetzt auf 0 gesetzt wird. Jetzt wurde der Wasserkran bewegt. Und jetzt laufen halt die 20 Sekunden ab, wo die Lok also mit Wasser befüllt wird. Ja, nicht die Lok, sondern der Wassertank der Lok. So, wenn diese 20 Sekunden abgelaufen wird, dann wird also der Wasserkran der Servo wieder zurückgestellt. Das ist jetzt passiert. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist also nach 4 Sekunden. Das passiert jetzt. Jetzt starten wir also den Fahrplan FP03-1. Das sehen wir hier, der die Lok jetzt zum Block PW1 fahren lässt. Wir machen das mal manuell hier. Enter und In-Melder. Jetzt kommt der Wechsel der Fahrtrichtung. Das ist jetzt passiert und jetzt fährt sie letztendlich in den Lokschuppen, also in den Block LKS2. So, lösen wir mal den Enter-to-In-Melder aus. Und damit steht die Lok wieder hier im LKS2. Die V60 im Block LOE3 und wir könnten jetzt den gesamten Lokwechsel wieder neu starten. Mit diesem sechsten und letzten Teil dieser Videoreihe sind wir also am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, bei den vielen Abonnenten, die dazugekommen sind und hoffe, dass der eine oder andere aus diesen Videos, was hier gezeigt und erklärt wurde, das eine oder andere für sich persönlich umsetzen konnte. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal und für heute sage ich Tschüss.